Hallo ihr Mäuse, willkommen zur Dschungelnachlese von Tag 7. Heute mit dabei als Gastkommentatorin ist Destiny Drescher. Hi. Hi. In Boy Drag. Und Destiny, wir trinken erstmal einen Schnapp Wodka. Das ist sehr gut gemacht. Kader Lot hat heute wieder geweint, weil sie ist aufgewacht unter Tränen, weil sie nämlich von der Schlange geträumt hat. Genau. Da hat sie nämlich dann noch gesagt im O-Ton, der Gift wirkt immer noch nach. Von der Schlange. Die hat Angst, dass die in einem Monat stirbt. Und es geht da auch ganz, ganz stark um unterdrückte Ängste. Und das ist, kann ja im Dschungelcamp auch nicht sein, dass die ganzen Ängste, die sie ausgestanden hat, ja, sie hätte wirklich den Horror erlebt mit der Schlange. So schlimm. Ja, und da träumt die jetzt von. Da hat sie sich mit Gina Lisa auch ausgetauscht. Und Gina Lisa hat sie dann angefasst und gestreichelt und gesagt, du, Kader ist gar nicht so schlimm und da musst du jetzt aber einfach durch und genau, und dann kamen die Tränen auf Knopfdruck. Ich hätte kotzen können. Aber ihr permanent Make-up hält. Ja, weil ja. Die schminkt sich ja mit so Kohlen. Ja, das hält ja. Toll. Und das hält, die kann sogar hier so reiben. Und das, also, vielleicht benutzt die auch Elnett. Ich habe immer mein Elnett mit dabei. Wobei ich sagen muss, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Elnett baut gerade seine Marke um. Mittlerweile haben sie neue Dosen mit so einer neuen Frau drauf und die haben einen anderen Duft. Es riecht nicht mehr nach toter Oma. Hanka, zum ersten Mal ist die aufs richtige Dschungelklo gegangen. Sie hat aber erst vorgefühlt. Sie hat erst vorgefühlt mit seinem Stückchen. Ja. Da, weil sie wollte diesen widerlichen, labbrigen Vorhang, wollte sie ja nicht anfassen, hat mit so einem kleinen Stückchen, so hier wie, hat sie so und dann so vorgefühlt. Den Vorhang geguckt, wie es riecht. Also. Ja. Und dann ist sie reingegangen und genau in dem Moment kamen ganz, ganz viele Leute. Die wollte ganz in Ruhe pupen. Ja, die wollte pupen und kacken, wahrscheinlich jetzt auch durch gehabt. Und da hat sie immer sowas gesagt wie so, hallo, na, wer ist denn da jetzt? Ach ja, Mensch, ja, ich bin gerade auf Klo. Und dann meinten die anderen, ach, Hanka, du bist auf Klo. Da. Und dann sind sie wieder weggegangen und Hanka, ich weiß gar nicht, ob die jetzt wirklich geschissen hat oder nicht. Das weiß man nicht genau. Ne? Man hat es leider nicht gehört. Naja, du kannst ja sowieso überall kacken, Destiny. Ich kenne dich ja. Sarah Joel ist natürlich mal wieder Thema im Camp. Wer ist das? Die Jara Soel, die hat immer diese billigen Extensions hier oben, dieser geflochtene Zopf. Und dann hat sie hier so ganz, ganz lange Haare aus Indien. Und dann halt Titten. Die trägt immer nur ihre Stringtangas und zeigt ihren Arsch. Und dann, ich mache euch das mal kurz vor. Hältst du bitte mal kurz die Kamera? Ich kann nicht twerken, warte mal. Also so, irgendwie so. Ja. Und da hat sie so getwerkt. Und dann hat sie gesagt, oh Mann, ich liebe das voll im Club, weißt du, wenn ich so mache. Und dann mache ich schon mal so. Oh. Warte mal, hier so. Oh. Jara Soel ist einfach eine absolute Prolette und eine Hure. Florian Wess hat sich dann noch darüber beschwert, dass sie Jara Soel ja gar keine Mimik hat. Also man kann bei ihr überhaupt gar nicht abschätzen, was sie gerade denkt. Ich sage Folgendes, sie denkt sowieso generell relativ selten. Aber dass sich Florian Wess darüber aufregt, dass jemand anders keine Mimik hat. Es gibt eigentlich kaum Leute mit Mimik. Die einzige, die wirklich nur aus Mimik bespäht, ist Fräulein Menke. Die hat ja, das ist ja die Gesichtsälteste. Ja. Und dann ging es eigentlich schon weiter zur Dschungelprüfung. Und da ging natürlich unsere wahnsinnig süße Jara Soel ging in die Dschungelprüfung. Und zwar diesmal war es ein Schlachthaus. Und es war eine neue Prüfung, die kannte ich noch nicht. Also erstmal, bevor sie in die Prüfung gegangen ist, musste sie sich noch ihre Extensions flechten, damit die irgendwie sie nicht stören bei der Ausführung der Dschungelprüfung. Und dann ist sie halt rein und am Anfang hat man gemerkt, da wollte sie halt noch so professionell und medienorientiert agieren und hat gesagt, ja, ich mach das alles und so, jetzt kommen hier im Gemüsebad, ich finde die Sterne, aber irgendwann kam die richtige Jara Soel ans Tageslicht und dann war die halt wieder wahnsinnig prolettig und dann wurde sie irgendwann auch bockig. Und dann kam die Mathematikaufgabe. Da war sie in so einem Raum mit Schlachtabfällen und da waren so zwei Kuhköpfe, so Schädel. Das fand sie natürlich wahnsinnig eklig, aber wenn man dann die Tiere mal so vor sich sieht, so mit den Augen und so, und das ist ja voll schlimm und eigentlich isst sie ja total gerne Fleisch, aber sie möchte halt nicht sehen, dass das wirklich mal echte Lebewesen waren. Ich hasse das, wenn Leute sowas sagen, weil entweder man isst Fleisch und man lebt damit, dass es Tiere waren, oder man isst halt kein Fleisch. Also sie mussten dann Schwarzlicht
Licht anmachen, hat sie so eine Schwarzlichtlampe bekommen. Und hinter einem der Kuhköpfe war halt eine Matheaufgabe. Aber keine normale. Keine normale Aufgabe. Es war eine Herausforderung. Ja. Sowas wie 2 Pfund plus 347.000 Gramm plus 2 Kilo minus... Ey, Mann, das kann ich nicht rechnen. Ey, Mann, ich scheiß auf Mathe. Ich sag die Antwort nicht. Ja, 7 oder 6 Sterne, das interessiert mich auch überhaupt nicht, weil Jara Suell sollte ganz dringend raus aus diesem Camp. Ja. Kader Loth hatte dann Migräne. Ja, im Camp. Und hat wahnsinnig gelitten, sagte der, ja, wegen so, das, ja, und wegen Migräne, also wegen dem Migräne, ja. Entschuldige bitte. Und der Migräne ist halt so schlimm und so, und sie schwört auch auf, sie schwört auf ihre Mutter, dass der Migräne ist der schlimmste Migräne von allen und von allen, die noch kommen werden. Und dann kam Fräulein Menke an, ja. Und ich muss gleich noch dazu sagen, die kam ins Camp und sah aus wie eine versoffene, abgefickte Gloria von Ton und Taxis, aber immer noch ganz glamourös. Jetzt sieht sie mittlerweile aus wie Walter Freiwald. Was ist denn mit Fräulein Menke bitte passiert? Ihr könnt es gerne hier unten in die Kommentare schreiben. Ich bin für alle Theorien offen. Und dann kam die Fräulein Menke zu der Kader Loth, die ja gerade Migräne hat, und sagt so, sag mal, Kader, hast du denn in letzter Zeit auch mal abgeführt? Kader hat das natürlich überhaupt nicht verstanden, weil die versteht nur Kacken. Ja, aber wenn man nämlich nicht regelmäßig abführt, dann bekommt man Migräne. Das habe ich jetzt auch gelernt. Ich meine, das kennen wir nicht, Destiny. Deswegen habe ich nie Migräne. Wir führen ja jeden Tag mehrmals ab. Mehrmals. Dann kam auf einmal La Familia Grande. Das ist jetzt irgendwie so ein neuer Camp-Motivationssong. Und der Markus hat dann natürlich in seiner Therapeutenart gesagt, dass halt mit dem Team, das ist halt auch mittlerweile ist es halt wie so eine Familie und es ist halt auch total wichtig, dass man sich halt auch mit der Gruppe identifizieren kann und bla, und er fühlt sich gerade wahnsinnig aufgehoben in der Gruppe und dann konnte ich nicht mehr aufpassen, was dann passiert ist, weil Sally Morell, meine gute Kollegin hier aus dem Rauschgold, hat mir auf der Bühne, hat sie mir oben in der Decke so kleine Klappen installiert und hat immer mir so Überraschungen auf die Bühne runterfallen lassen und ich bin sehr leicht zu erschrecken. Ja, war, glaube ich, fürs Publikum sehr lustig. Es gibt davon auch Videos, die zeige ich euch jetzt. Tschüss! Sorry, Olli. Da muss ich noch kurz was zu Gina Lisa sagen. Und zwar, passt auf, ich habe ja eine Theorie. Man erkennt die Dummheit von Menschen immer daran, wie sie lachen. Ja. Und ich weiß, du weißt das. Ich weiß. Und Gina Lisa lacht immer so. So. Und wenn jemand so lacht, dann kann der oder die nur wahnsinnig dumm sein. Dann eine große Entscheidung. Heute durfte das Publikum zum ersten Mal wählen, wer rauskommt. Fräulein Menke ist raus. Leider nicht Markus, weil Markus hätte ich viel, viel lieber draußen gesehen. Das war's. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ihr süßen Mäuse. Bye! Bye. Sharing is caring.